Erst waren es Götter, dann Planeten, heute sind's Marken, die wir anbeten. Konsum wird zum Zwang, Verhungern dauert lang. Wir haben hier Konsumationspflicht, sonst dulden wir sie nicht. Massenkonsum fürs Zielpublikum macht ihren Lenz und tanzt den Tanz, den schönen Tanz der Dekadenz. La 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 la. Schubidubidubidu. So, wollt's noch eine Strophe? Wir haben nämlich nur viel mehr, wo die herkommen. Hunderte, tausende Worten auf euch. Wir produzieren nämlich Strophen wie am Fließband. Und alle in gleichbleibender Qualität. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Also jetzt fast alle in gleichbleibender Qualität. Bei der nächsten Strophe ist uns nämlich ein kleiner Produktionsfehler unterlaufen. Die Strophe ist wirklich sehr schlecht. Sie heißt da entsprechend die sogenannte Katastrophe. Und dafür gibt es aber zum halben Preis. Aber nur heute. Ach, Sie sind ein Kunststudent? Das habe ich doch gleich erkannt, weil sich keiner so schön die Haare auf die Stirne kämmt. Brille noch dazu, Sakko und schöne Schuh. Da stimmt was nicht, da passt was nicht, da ist was aus dem Gleichgewicht. Ein Anzug, aber abgefuckt, ein Riesenschweißfleck unterm Sack. Doch, dass Sie kein Richter sind, das sieht doch wohl ein kleines Kind. Konsum definiert, hast du es bis jetzt noch nicht kapiert, wer viel trainiert, ist definiert. Konsum definiert, isst doch gerne viel frittiert oder fett reduziert, weil Konsum definiert. Konsum, Konsum definiert, hast du das noch nicht kapiert, ist das auch ein ein sogenannter Cliffhanger. Die Handlung endet abrupt am höchsten Spannungspunkt, damit beim Kunden diese Lust auf mehr entsteht.